Ja, hallo zusammen. Ich bin jetzt gerade bei einer Veranstaltung von Unser Fans auf der Einkaufsstraße in Ulm. Finde ich super Aktion. Kompliment, Respekt. Udo, an dir auch, dass du auch mit anderen Leuten das organisiert hast. Finde ich tolle Sache, ja, dass die Aktion läuft und dass die Mannschaft und wir, die Fußball indirekt sind, das sehen, dass unsere Fans so Aktionen machen, dass die unseren Verein retten wollen. Also tolle Sache, Respekt. Ich habe auch immer Hoffnung, dass die bei uns weitergeht. Über solche Aktionen denke ich, die einige Leute werden auch Gedanken machen, dass uns helfen. Ja. Und ich hoffe immer noch, dass das läuft bei uns weiter. Ja. Am Schluss möchte ich alle gute Weihnachten wünschen, gute Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe, dass wir im Januar und in der Rückrunde wieder sich zusammentreffen im Stadion beim SSV. Alles Gute. Was ihr hier alles in Bewegung setzt, das ist sensationell. Da können sich einige die Scheibe abschneiden. Wir hoffen natürlich, damit es weitergeht, ja, auch im Fußballerischen, auch in der Region, damit es hier in der Regionalliga weitergeht. Aber ansonsten, ich habe es gerade eben schon gesagt, man muss alles positiv sehen und man darf nicht nur negativ sehen. Und wir müssen einfach in so einer Riesenstadt wie Ulm muss man noch enger zusammenrücken. Ich glaube, wir sind keine Millionenstadt, wir sind nur 150 oder 120.000 mit Neuem zusammen. Und da müssen wir einfach enger zusammenrücken und dann, denke ich, auch, man kann ja mal übertrieben sagen, wenn jeder Ulmer 1 Euro spendet, dann hätten wir 150.000 Euro zusammen. Und ich denke, das wäre auf jeden Fall machbar und dann würden wir in der Regionalliga weiterspielen. Es ist Weihnachtszeit, ich hoffe, dass die Leute, vor allen Dingen unsere Industrie und unsere Firmen hier mal endlich Charakter zeigen und den Ulmer Fußball hier nicht sterben lassen. Weil unsere Region braucht Spitzensport, egal ob Basketball, Fußball oder andere Sachen. Das ist mein Teil, frohes Fest und guten Rutsch. Diesen Verein auch mal unterstützt, ist egal, in schlechten wie in guten Zeiten, auch die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt und aus dieser Region. Wir dürfen diesen Verein einfach nicht sterben lassen. Es kann nicht sein, dass wir diesen Verein, haben viele Leute was zu verdanken, egal wie, einfach weiter kämpfen, dass der Verein und der Spitzensport, egal welche Sportart hier, muss weiterleben. Frohe Weihnachten. Ich finde es eine super Aktion natürlich und dass die Fans so hinter uns stehen, obwohl es uns jetzt mal nicht so gut geht. Ich finde es also echt super und ich musste mich auch da gleich anschließen, weil ich auch mit Leib und Seele beim Verein bin. Man sieht ja auch die Resonanz echt gut und so. Klappt alles und ich hoffe, dass ihr viel Geld einnimmt und wir sind auch richtig stolz auf, dass ihr das macht und richtig dankbar auch. Also heute ist natürlich eine super Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen. Es ist ja jede Menge los hier in der Stadt und dass der Verein lebt und auch in Zukunft leben wird, da machen wir keinen Hehl draus. Und wir versuchen natürlich mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln die Lösung noch herbeizuführen. Und es sind noch Gespräche am Laufen jetzt bis zum Jahresende.
mit drei Gruppierungen und wir hoffen natürlich, dass es noch dann ein positives Ende dann nimmt. Es ist ja überraschend, wie der Solidarpakt jetzt auf die Bevölkerung einwirkt. Man sieht es hier auch an den Stimmen, die wir hier ausgehängt haben. Denken Sie, dass das auch diese Stimmen zum Solidarpakt, dass das auch ein Zeichen ist an alle in den Ulm? Ja, wir brauchen jede Stimme. Wir brauchen ja auch ein besseres Image. Das hört man auch immer wieder bei den Gesprächen mit möglichen Geldgebern, dass das Image eben gelitten hat in den letzten 10 Jahren. Und wir müssen alles mögliche Unternehmen versuchen, dass wir unser Image aufpolieren. Und das ist natürlich wieder eine passende Gelegenheit. Und wie gesagt, nochmals meine größte Anerkennung für die Fans, die sich den ganzen Tag hier hinstellen und für diese Aktion hier sorgen. Okay, alles klar, vielen Dank. Was würdest du tun, wenn wirklich knapp in Insolvenz gehen und es den Verein nicht mehr geben würde? Wenn es den Verein nicht mehr geben würde, also ich würde den Verein, sofern es glaube ich geht, der wird ja sowieso in der Kreisliga, glaube ich, neu gegründet werden, wäre ich glaube ich wie viele andere Fans auch trotzdem noch dabei. Genauso wie wenn er in der Oberliga starten würde. Mein Mann und mein Sohn sind echte Fans von SSV. Und mein Sohn lebt in Göttingen, hat nie früher ein Fußballspiel versäumt. Und bei jedem Telefonat fragt er, hat man jetzt einen Sponsor oder eine Hilfe gefunden. Und das finde ich jetzt ein Witz, ganz lustig, dass ich ihm so ein T-Shirt mitbringe. Einfach als Gag. Ja? Und ich hoffe, dass es gut ausgeht. Ich finde die Aktion erstklassig und ich hoffe inständig, dass sie auch hilft, den gewünschten Erfolg zu bringen. Also alles Gute weiterhin heute noch. Dann, ich freue mich. Tschüss. Also ich finde es hier eine gute Aktion, dass die Fans sich wieder bereit erklären, was zu machen, die Region hier aufzurufen, den Verein zu unterstützen. Jetzt hoffen wir einfach mal das Beste, dass sie in den nächsten Wochen oder die nächsten 1-2 Wochen eine positive Nachricht, die uns übermitteln können und dass es dann am 1.1. gut weitergeht, dass ein Sponsor kommt, der uns retten möchte. Und ja, jetzt wünsche ich noch alle noch eine schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn man wirklich schwarz und weiß, was wirklich da ist. Brauchen wir ihn neben ihr Unterrot? Jetzt ist schon mal der Herr Hoeneß in Bayern auf Weg. Der ist doch gebürtig, der soll eigentlich ein wenig sanieren, der hat keine Probleme. Der könnte es, glaube ich, ja. Der hätte, glaube ich, keine Probleme. Also, ich bin sehr, nee, doch nicht. Wie ihr hier seht, sind wir ja hier am SSV-Fanstand. Und das hat ja auch seinen Grund. Die Lage ist gerade ja nicht wirklich rosig beim SSV. Und ja. Ich habe mich deswegen auch bereit erklärt, hier auf jeden Fall vorbeizuschauen. Mein Teil, den ich vielleicht beitragen kann, dazu beizutragen und hier einfach auch zu stehen und vielleicht ein Stück weit zu zeigen, für was der SSV hier auch steht und dass es einfach für die Fans, für die Region einfach sehr, sehr wichtig ist, dass dieser Verein erhalten bleibt. Am besten in der jetzigen Form, vielleicht, wenn es schlecht läuft, eine Klasse tiefer, aber auf jeden Fall als großer Verein muss der Verein auf jeden Fall erhalten bleiben. Und ja, ich werde leider in der Rückrunde nicht mehr dabei sein. Ich werde mich beruflich verändern, werde nach Hamburg gehen und dort ein Studium beginnen. Aber ich werde auf jeden Fall immer mit viel Freude und auch mit guten Erinnerungen hier an die Zeit zurückblicken und werde auch weiterhin die nächsten Jahre die Entwicklung weiter verfolgen und natürlich, wenn es geht, die Entwicklung nach oben weiter verfolgen. Ich bedanke mich nochmal bei den Fans, ihr seid echt der Wahnsinn und auch alleine das war schon ein Anreiz, hier auf jeden Fall wieder zurückzukommen und hier vor vielen Zuschauern in dem tollen Stadion zu spielen. Dankeschön.
Naja, also so wirklich Ulm-Fan bin ich ja eigentlich nicht. Ich bin eher durch meine Freundin da reingekommen, aber die Stimmung ist immer toll. Und hier die Aktion allgemein finde ich auch cool. Sieht man auch nicht so oft, wenn es dem Verein scheiße geht. Und ist einfach eine coole Gemeinschaft.